nochmal was Persönliches von mir. Ich bin so ein ganz großer Musikfan und deswegen finde ich diese App noch total toll. Also Clementine heißt die. Das ist auf Linux ein Musikabspiel-Software. Und dann gibt es halt den F-Droid, die Clementine Remote. Ja, und dann ist es so schön 21. Jahrhundert, da kann man halt auf dem Sofa liegen und man kann dann irgendwie nächster Song, letzter Song und lauter leiser und das Ganze, was man machen möchte, ohne seinen Computer zu berühren. Man hat dann jede Menge Metainformationen, die man halt nebenher anschauen kann. Und was ich auch noch ganz geil finde, dann Doppelklick drauf, dann lade ich mir die Lyrics runter. Finde ich auch mal cool, wenn ich Musik höre, noch die Lyrics nebenher zu lesen. Also ist einfach eine sehr komfortable App und sehr benutzerfreundlich, kann ich empfehlen. Man kann sich dann eben selber auch seine Favorites setzen und so weiter. Eigentlich habe ich mein Telefon auf Spanisch. Ich habe dann noch irgendwann für einen Vortrag habe ich es mal auf Englisch umgestellt, um die anderen Screenshots zu machen. Und da gibt es jetzt noch ein paar mit Spanisch drin. Ja, das mache ich immer so ein bisschen, um Spanisch zu lernen nebenher. So. Und Gigity. Wir sind hier auf einer Konferenz. Ich gehe wahrscheinlich sonst auch am Abend zu auf eine Konferenz. So eine Gigity-Anwendung kann ich eben, das ist von RMLL, das ist in Frankreich die größte freie Software-Konferenz. Deswegen haben wir auch ganz viele Tracks hier, das ist quasi, eine Zeile ist ein Track. Kann ich hier sehen, aber das Geile ist halt auch, ich kann den nicht nur sehen und lesen und mir durchbrowsen, ich kann auch sagen, möchte ich angucken, dann sagt mir, warnt mich das auch, wenn ich zum Beispiel so blöd war, was mir da nicht down passiert, dass ich hier das eine Tolle finde und das andere Tolle und das passiert zeitgleich, dann sagt mir das schon, Achtung. Passiert gleichzeitig wie die andere Veranstaltung hier. Ich kann mich reminden lassen, irgendwie 10 Minuten vorher oder eine Viertelstunde oder wie auch immer, damit ich es nicht vergesse. Ich kann es dann auch teilen mit anderen Leuten, wenn ich es gefunden habe. So, oh, cool, guck mal, geht auch hin. Also sehr komfortable, angenehme App, um das meiste aus einer Konferenz rauszuholen. Und man nicht nachher denkt, ach, schon wieder, die Hälfte verpasst. So. Und dann sind wir jetzt schon auf meiner letzten Slide von Input von Apps. Die habe ich jetzt alle mal noch zusammengefasst. Als Büro und Spiele, statt Brot und Spiele geht es ins Büro und Spiele. Der Barcode-Scanner ist quasi, der liest Barcodes, der macht aber auch QR-Code-Scanning. Also das ist quasi so ein QR-Code-Scanner, wer das häufiger benutzt. Manche Apps benötigen es inzwischen auch. Thermux ist quasi ein Terminal-Emulator, da kann ich im Prinzip nahezu alles machen. Ich als normaler User kann damit alles machen, was ich auch sonst mit dem Terminal mache. Dann MoPDF-Viewer fand ich jetzt von allen PDF-Betrachtern, gibt es natürlich mehrere, fand ich bisher den attraktivsten, weil am flüssigsten, laufend und angenehmsten zu bedienen. Dann Spiele, will man auch manchmal spielen, 2048. Hat wahrscheinlich schon so manche Bürostunde irgendwie weggeknappt. Kennt man wahrscheinlich auch. Ist ein einfaches Schiebespiel. Shattered Pixel Dungeon kann ich auch gar nicht mal empfehlen. Das hat mich auch viel zu viele Stunden meines Lebens gekostet. Hat einen hohen Suchtfaktor auf jeden Fall, so ein Rollenspiel. Oder Rollenspiel kann man nicht sagen. Wie sagt man da? Rock Game oder so heißt es, glaube ich, inzwischen. Also irgendwo zwischen Hack and Slay und Rollenspiel. Newpipe, das hatten wir vorhin mal ganz kurz. Ich selber schaue im Prinzip keine Videos normalerweise, deswegen kann ich auch nicht viel darüber erzählen. Aber es ist im Prinzip ein YouTube-Replacement. Und ich habe mal gelesen, es bietet die gleichen Funktionen wie dieses YouTube Red, heißt glaube ich die offizielle App. VLC Remote ist quasi das gleiche wie das Clementine Remote, das ich angesprochen hatte. Da kann ich eben also halt auch fernsteuern, im Prinzip mein Video und so weiter. Hier ist einfach ein Root-File-Manager. Da kann ich also im Prinzip auch alle meine Dateien anschauen und zur Not auch kaputt machen, wenn ich es drauf anlege. Und der Yelp-Store hier als allerletztes, der ist ein bisschen komplexer. Und ich möchte ihn nicht empfehlen, aber ich möchte ihn trotzdem erwähnt haben. Weil eigentlich ist er, glaube ich, ganz gut für viele Leute. Was der Yelp-Store macht, ist, er bietet mir im Prinzip Zugang zum Google Play Store, ohne dass ich dafür einen Google-Account brauche und auch kein Google Play. So. Ich kann also im Yelp Store alle Apps downloaden, die ich kostenlos im Google Play Store bekomme, weil dadurch, dass ich ja keinen Google-Account damit verknüpft habe, kann ich eben auch keine Bezahloptionen und so weiter. Das ist quasi eine Art Proxy. Genau, so können wir das vielleicht betrachten. Und dann würde ich halt so ein Micro G. Ist erstaunlich.
Und da wäre jetzt halt dann, was wir vorhin ansprachen, dieses Repository, dieses MicroG-Repository wahrscheinlich sinnvoll auch noch mit zu installieren, weil sicherlich einige Apps, die ich halt im Google Play Store mir dann ziehe, auf Google Libraries zurückgreifen. Die kann ich wiederum ersetzen durch dieses MicroG-Repository. Das ist ja quasi das Ziel, da solche Abhängigkeiten zu gewissen Google Libraries. Also darüber würde ich meinen Remote Controller für meinen Audio-Recorder dann bekommen eventuell. Zum Beispiel. Wenn der kostenlos im Play Store ist, kriegst du den dort. Genau. Ich würde halt prinzipiell empfehlen, komplett auf proprietäre Software zu verzichten. Aber wenn man es unbedingt muss, dann ist das die Lösung auf jeden Fall. Dann ist Yelp Store die Lösung, um... Wenn ich nicht das APK irgendwo separat bekomme. Genau, und da hast du aber natürlich, genau, das kannst du nicht auch irgendwo bekommen. Und dann hast du halt wieder die gleichen Problematiken, wie ich vorhin bei meinem Kostenraum ansprach. Ist dann immer eine Vertrauensfrage. Je nachdem, wo ich das APK herbekomme. Wenn ich es halt irgendwie von irgendeiner Seite mit ganz viel Geblinken downloade, dann ist es vielleicht nicht so vertrauenswürdig, wie wenn ich es in irgendeinem Community-basierten Forum oder wie auch immer. Ich glaube, die Firma AVM, die die Fritzboxen herstellt, die bieten sogar das, die hier die APK noch direkt an, also ohne Play Store. Oder sowas natürlich, genau. Du kannst auch, die App auf dem Handy schon hast oder auf dem Emulator oder wie auch immer, kannst, gibt es Apps, die daraus mit deiner APK erzeugen. Dass du die wieder weiter kopieren kannst. Aha. Wie heißt das zum Beispiel so ein Teil? APK-Extractor. Habe ich noch nie benutzt. Ich habe nichts gesagt. Genau. Also deswegen wollte ich es jetzt hier nicht so groß promoten, aber ist natürlich für viele Leute dann doch auch hilfreich. Und vor allem beim Umstieg vielleicht einfach, wenn man noch nicht jede App irgendwie drauf verzichten kann oder ersetzen kann. Dann ist die Yelp Store auf jeden Fall die Hilfe, dass man trotzdem ohne Google Play Store in den Google Play Store hineinkommt. So. Und jetzt hätte ich nur noch hier im Prinzip einmal die Übersicht von den ganzen Apps, die ich da jetzt so heute hier vorgestellt habe. Und würde an dieser Stelle an euch übergeben, falls ich hier irgendwelche Dinge vergessen habe, die ihr denkt, das muss man unbedingt kennen. Ich habe diese App oder ich habe den Play Store oder ich habe vergessen, bei der einen App noch zu erwähnen, dass man außerdem dieses Plugin oder so.